Ja, ahlan wa sahlan, liebe Freunde, hier ist der Ahmed. In diesem Video geht es um die Hater-Kommentare. Ich habe natürlich eine Facebook-Seite. Ich poste da fast jeden Tag was. Und ich habe zum Beispiel gestern gepostet, ich bin Anfängerin oder Anfänger und ich möchte die Grammatik des ägyptischen Dialekts mit den arabischen Buchstaben lernen. Gibt es einen neuen Kurs? Ja, ne? Wenn du ägyptisch-arabisch mit den arabischen Buchstaben lernen möchtest, gibt es dafür auf jeden Fall einen Kurs. Nicht nur das, wenn du jetzt nur mit Hilfe der Lautschrift lernen möchtest, dann gibt es auch dafür einen Kurs. Das heißt, du lernst nicht mit den arabischen Buchstaben, sondern mit den lateinischen Buchstaben. Und ich habe einen YouTube oder ich habe ein YouTube-Video gemacht und in diesem YouTube-Video kann man hier dann ganz genau gucken, wie das funktioniert, ne? Und es gibt einen Link dazu. Diesen Link auch verlinke ich unter diesem Video, damit du ganz genau wissen kannst, wie du Ägyptisch-Arabisch lernst, ne? Und schauen wir uns mal die Kommentare, die kommen jetzt. Und Achtung. Okay, wo sind die Kommentare? Machen wir das so. Alle Kommentare. Machen wir so. Machen wir die neueste, sind interessant. Okay. Jetzt jemand, Herr Klein, schreibt: Besser eine Sprache, die nicht ideologisch durchsetzt ist. Und dann gibt Antworten hier ganz interessant. Du kannst gleich ägyptisch-arabisch lernen, weil Daniel hat geantwortet und hat auch auf Arabisch oder mit den lateinischen Buchstaben hat Arabisch jetzt oder den ägyptischen Dialekt geschrieben. Was schreibt dann? Erstmal Daniel hat dieses Foto gepostet und dann Ralf schreibt, Herr Klein schreibt, da ja im Gegensatz zu Ihnen spreche ich Arabisch. Dann Daniel sagt, Lau. Ah, jetzt schreibt er mit Franco-Arab. Lau heißt dann wenn. Ich muss aber den Satz bis zum Ende lesen. Und dann gibt es hier sieben. Dieses sieben heißt dann den Buchstaben H. Es gibt einen Buchstaben oder es gibt einen Buchstaben, der H heißt. Hier ist ein gehauchtes H und hier das Wort ist HII. HII und dieses Y heißt hier, du musst bei einem A abhaken. So schreiben die Ägypter, wenn sie mit den lateinischen Buchstaben schreiben. Ne? Lau HII bitkellem Arabi, ma kontest tuul kalam zibala kida, ya fandem. Was meint er? Lau, was meint er? Lau HII bitkellem Arabi, wenn du wirklich Arabisch redest, ma kontest tuul, dann sagst du kein bla 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 oder kein Müll auf diese Weise. Zebel heißt Müll und ya fandem heißt hier, er zeigt, dass er ihn immer noch respektiert. Herr Klein sagt, mehr Muschkele. Mehr Muschkele heißt, es gibt kein Problem, aber hier ist kein ägyptischer Dialekt. Und dann hier muss ich zu dir sagen, die Leute, die meine Beiträge kommentieren, besonders wenn sie etwas so oder wenn sie denken, wenn ich jetzt Arabisch beibringe, heißt hier, ich möchte so Deutschland islamisieren oder keine Ahnung so, die Leute, die auf diese Weise denken, alle sagen, sie können Arabisch. Alle sagen, sie sind ganz schlau und sie können verschiedene Sprachen, Spanisch, Italienisch, Französisch und sagen, nie braucht man auch keine extra Sprache und so. Alle machen genau dasselbe. Dann Daniel schreibt, Ralf, da bit Sami Arabi, das nennst du arabische Kenntnisse. Natürlich auch, mehr Muschkele ist nicht so ganz richtig auch, aber kein Problem, wenn er Fehler macht oder so. Ralf sagt, es muss dir nicht gefallen. Daniel sagt, Ruh, Ruh, kol koshari, ya'am, alamin, yaba. Ruh, kol koshari heißt hier, dann geh mal koshari essen. Koshari ist ein so Gericht in Ägypten. Es ist ganz lecker. Ich muss das hier nicht beschreiben, kannst ein anderes Video dazu machen. Alamin, yaba. Wenn jemand so sagt, alamin, yaba, heißt hier, ich glaube dir nicht. Ralf dann sagt, bleiben wir beim Thema, denn ob Arabisch oder Deutsch, das Problem gilt es zu lösen. Wow. Daniel, Ihre Aussage, dass Ägyptisch ideologisch durchsetzt ist, hat das Ganze zum Rollen gebracht. Nix für und gut, schönen Feier, schönen Freitagabend. Dann Herr Klein, weshalb ja Deutsch in Deutschland, ob es Ihnen gefällt oder nicht,
eine ideologisch durchsetzte Sprache hat mit unserem Wertesystem plus unserer christlichen Prägung hier nichts verloren. Ich weiß gar nicht, was ich so hier kommentieren kann. Ich lasse einfach die Kommentare. Du hast auch ein bisschen Arabisch gelernt. Ich werde auch dir ab und zu davon ein bisschen zeigen, nicht um dich zu ärgern oder mich auch selber zu ärgern. Natürlich, das ärgert mich, aber ich habe jetzt gelernt, ich muss damit irgendwie umgehen. Aber ich möchte dir zeigen, damit wir wirklich so einfach lachen und Spaß haben. Das sollte auch uns nicht ärgern. Aber wie gesagt, wir müssen auch das als Spaß nutzen, ja? Das war in diesem Video. Wenn du meine Videos magst, dann gerne Daumen nach oben, gerne abonnieren meinen YouTube-Kanal. Wie findest du jetzt, wenn ich Arabisch unterrichte? Was mache ich jetzt damit? Mache ich die Werte von Deutschland kaputt? Ich habe gar keine Ahnung. Aber vielen Dank nochmal und wir sehen uns in einem nächsten Video. Na, ciao, dein Ahmed.